Hallo und herzlich willkommen zu diesem Prehistoric Kingdom Video, denn es ist ein neues Update rausgekommen, das Update 1.1, ach hier steht sogar die Version, 1.1.14 und das möchte ich euch in diesem Video einmal vorstellen, so schnell wie möglich, deswegen fangen wir auch direkt mit dem ersten Punkt an. In den Einstellungen gibt es nämlich jetzt eine neue Sprachauswahl, die haben wir sogar hier. Da gibt es jetzt 6 neue Sprachen, wir wählen natürlich Deutsch aus. Kann gut sein, dass die ein oder andere Sache nicht perfekt übersetzt ist, aber das wird nach und nach dann noch verbessert werden. Und es gibt auch eine neue Map, da können wir auch direkt jetzt reinschauen. Die haben wir hier. Jordanien ist das, eine Wüstenkarte. Und so sieht die neue Jordanienkarte aus. Halt eine wunderschöne Wüstenlandschaft. Ich würde jetzt eher sagen, so ein bisschen rötlich und nicht ganz so sandig. Und passend dazu gibt es natürlich auch hier wieder ganz viele neue Terrainsachen. Findet man hier unter Desert. Einmal diesen Sand, den wir hier schon sehen. Dann haben wir hier nochmal Gras. Das sieht so aus. Kann man natürlich dann auch wieder so ein bisschen vermengen miteinander. Da muss man dann ein bisschen rumspielen. Dann haben wir noch so ganz roten Boden. Und dann nochmal so Stein. Der ist dann eher so bräunlich. Kann man natürlich auch wieder vermengen mit den anderen Sachen. Und wir kriegen auch 24 neue Pflanzen dazu. Die haben wir hier. Fragt mich nicht, was das jetzt für Pflanzen sind. Ich zeige sie euch einfach mal. Ich kenne mich da jetzt nicht ganz so aus. Ich habe übrigens das Spiel gerade wieder auf Englisch gespielt, damit ich die Sachen alle finde. Haben wir so 2 Kakteen. Bäume. Palmen. Noch mehr Bäume oder so Wüstenpflanzen, die kennt man ja, diese Dinger. Ganz viele Kakteen. Und dann noch so vertrocknete Bäume. Und hier, das sind, glaube ich, Yucca-Palmen. So eine habe ich auch in meiner Wohnung. Sieht nicht ganz so cool aus wie die jetzt hier, so groß, aber so in die Art geht das schon. Dann gibt es auch noch 5 neue Zaunsets. Da haben wir einmal so einen Stein, so einen vertrockneten Steinzaun in 3 verschiedenen Höhen. Dann haben wir einen vertrockneten Holzzaun in 3 verschiedenen Höhen. Das hier ist, glaube ich, der vertrocknete Lehmzaun. Also das sind alles Wüstenzäune hier. Und dann kommen wir noch zu anderen. Hier ist einmal so ein Stahlzaun, der gehört jetzt nichts mit der Wüste zu tun. Und so ein Dschungelzaun. Ist ja ganz schön viel, ne? 5 neue ganze Sets. Und dann gibt es auch noch 5 neue Wendestile. Also da kann man halt alle diese Modulobjekte hier einfärben. Da ziehen wir hier eins hin. Und da kann man jetzt nämlich Arid auswählen. Also das ist, glaube ich, vertrocknet oder so auf Deutsch. Ich lasse es jetzt auf Englisch, weil sonst finde ich die Sachen teilweise nicht. Und da gibt es halt auch 5 verschiedene neue Farben. Das sieht so ein bisschen nach Lehm aus. Dann so ein Stein. Noch ein Stein. Noch ein Stein. Und so ein Holz. Die sehen alle richtig gut aus, finde ich. Und dann gibt es auch noch 4 neue verschiedene Wege. Alle eher so in Richtung Stein. Aber natürlich auch passend zur Wüste. Und viele, viele Deko-Elemente. Das sind so unfassbar viele. So verschiedene Torbögen gibt es hier. Da gibt es hier ganz viele Säulenelemente. Da sind dann zum Beispiel Unterteile. Sowas wie das hier ist, glaube ich, ein Unterteil. Das ist ein Oberteil. Ich glaube eher ein Unterteil. Dann packt man da die Mittelteile drauf. Und dann kommen hier die Oberteile auf die Säule. Man kann halt so selber die Höhe bestimmen und das selber zusammenbauen, die Säulen. Das finde ich ziemlich cool. Und da kann man auch dann so kaputte Säulen machen, weil die auch so ein abgebrochenes Teil ist. Dann gibt es einige Dachteile. Dann solche Verzierungsteile für Gebäude. Dann auch noch Bänke. Die sehen übrigens auch alle richtig gut aus, die Objekte, finde ich. Sehr, sehr hochauflösend, mega detailliert. Hier sind auch noch einige Lampen. Mülleimer. Dann haben wir noch Türen, Fenster. Und auch noch Zäune. Und das ist noch nicht mal alles. Aber wenn ich jetzt alles raussuchen würde, das würde ewig dauern. Ich habe jetzt halt einmal nur Arid hier eingegeben. Dann habe ich hier die Liste einmal platziert. Also die ist eh schon mega lang. Das könnt ihr hier sehen. Aber das sind noch nicht mal alle Teile. Es gibt nämlich auch noch einige Teile, die jetzt nicht diese Wüstengeschichte halt beinhalten. Aber ja, wenn ich euch das jetzt alles zeigen würde oder alles platzieren würde, das würde ewig dauern. Ich werde euch dann eine Liste verlinken und dann könnt ihr euch das gerne selber nochmal durchlesen. Da gibt es nämlich auch noch eine genaue Liste von jedem einzelnen Teil, was neu ist. Das sind dann so vorgefertigte Sets.
Felsen sind, glaube ich, nicht neu, die sind einfach eingefärbt, würde ich jetzt sagen. Dann gibt es auch noch einige neue Deko-Elemente, passend zur Weihnachtszeit. Passt natürlich jetzt nicht in die Wüstengegend, aber da ist halt viel Dekoration bei. Auch ein Schlitten, Lebkuchendinos, Geschenke. Und hier unten ist auch noch Schnee. Und das ist halt echt noch nicht alles. Es gibt insgesamt über 100 neue Wüsten-Items. Dann noch hier diese Holiday-Items. Viele neue Wege, Zäune. Dächer gibt es auch noch einige. Also ich habe jetzt hier echt nicht alles platziert. Aber ihr könnt euch das ja dann, wie gesagt, selber ein bisschen angucken. Pflanzen darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber wir gehen jetzt mal zum nächsten Punkt über, denn es gibt auch noch 3 neue Spezies. Und die schauen wir uns natürlich hier in dem Labor an. Da haben wir sie direkt bei den Theropoda. Den Zilephysis nämlich einmal. Gibt es auch in 3 verschiedenen Varianten. Das ist hier sogar eine gefiederte Variante. Und die unterscheiden sich natürlich dann auch zwischen Male und Female, glaube ich, noch ein bisschen. Obwohl, ich glaube doch nicht. Nee, die sehen jetzt genau gleich aus. Okay, aber wir können ja mal hier 2 von ausbrüten, warum nicht? Gehen direkt mal zum nächsten. Also ich denke mal, ihr habt den schon ganz gut jetzt gesehen. Den Dilophosaurus haben wir da als nächstes. Unterscheidet der sich? Ah, der unterscheidet sich ein bisschen. Ja, hier jetzt nicht, glaube ich, oder? Nee. Sieht aber auch cool aus. Ich brüte einfach mal ein paar aus. Und als letztes haben wir den... Den habe ich noch nie gehört. Celidosaurus. Wo haben wir den denn? Wir haben ihn bestimmt schon gesehen irgendwo. Aber übersprungen, da ist er. Bei Tyreopora. Was auch immer das ist. Sieht aber auch echt interessant aus. Da gehen wir natürlich auch einmal die Dinger durch. Der unterscheidet sich aber ein bisschen, wenn ihr auf den Hals hier achtet. Der männliche ist ein bisschen farblicher. Oh, der sieht cool aus. Richtig schön wüstenmäßig. Der unterscheidet sich auch. Der glaube ich wieder nicht. So, jetzt haben wir aber auch einiges. Auch ein Weibchen haben wir nur gemacht. Und nur Männchen. Da war ich aber nicht sehr ausgeglichen. Ich lasse jetzt einfach mal frei hier auf einem Haufen. Ist ja ganz egal. Oh, das wird noch schneller Dings. Die haben auch jetzt neue Animationen. Ausruhanimation gibt es neue. Viel größer der Dilo ist, krass. Und es gibt jetzt auch Runenanimationen. Wie schnell das gerade geht. So schnell kann ich gar nicht gucken. Oha. Ey, die sind aber echt cool, oder? Sind auch wieder super hochauflösend aus. Der Dilo sieht ja mega aus. Ich glaube, das hier ist jetzt eine neue Animation, zum Beispiel dieses Kratzen. Es gibt halt neue Ausruhanimationen und diese Animationen, die die machen, wenn die einfach rumstehen. Es gibt es übrigens für 14 Spezies, also nicht nur für die neuen. Der hier hat auch eine richtig coole Animation. Falls wir die gleich nicht mehr sehen, blende ich euch die jetzt mal ein. Hier ist gerade eine Animation. Der liegt jetzt gerade so ein bisschen. Ist leider die Mauer so im Weg. Oh, wow, jetzt haben wir es verpasst. Ah, der macht das jetzt vielleicht auch. Okay, gehen wir schnell dahin. Ah, guck mal, jetzt leckt er sich so ein bisschen. Komm, mach das andere nochmal. Der hat sich gerade so gerollt. Das will ich gern sehen. Okay, jetzt schläft er. Die ist aber, glaube ich, auch neu, die Schlafanimation. Aber den Animationen werde ich euch leider nicht alles zeigen können. Also es sind halt auch richtig, richtig viele. Wie gesagt, das sind auch welche für Dinosaurier, die bereits im Spiel waren. Ich kann mal kurz gucken hier bei der Liste. Einen Moment. Da haben wir den Argentinosaurus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Zilephysis, Deinocheirus, Dilophosaurus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Iguanodon, Parasaurolophus, Psittacosaurus. Dann dieser hier, der Celidosaurus, der Säbelzahntiger und der Tyrannosaurus. Die haben halt neue Animationen. Steht auch nochmal, dass der Säbelzahntiger 2 neue sich sauber machen Animationen hat. Das kann ich euch, wie gesagt, jetzt alles nicht zeigen. Das würde zu lange dauern, das aufzunehmen. Aber dann wisst ihr das wenigstens schon mal. Vielleicht werde ich da auf dem Zweitkanal ein paar Animationen mal aufnehmen, das weiß ich noch nicht. Ach, guck mal, jetzt rollt er sich im Hintergrund, wie schön. In Zukunft werden übrigens auch noch weitere Animationen dann kommen, für weitere Tiere. Aber ich finde, die wirken jetzt schon viel lebendiger, die Tiere. Das ist krass, wie viel das ausmacht. Einfach, wenn die nicht nur doof rumlaufen und rumstehen.
Das ist schon ziemlich... Oh, was passiert jetzt? Man weiß halt nie, was passiert. Ach, schade, okay. Ich hätte gern noch mehr gesehen, aber jetzt sich mal hingestellt kurz. Ich könnte das stundenlang beobachten. Wir können die sogar noch ein bisschen nebenbei angucken. Denn wir kommen jetzt zum nächsten Punkt. Es gibt nämlich ein neues Gästemanagement. Da hat man jetzt auch eine Ansicht. Die ist... Da ist sie, Management View. Und die Gäste haben jetzt auch Anforderungen. Ihr seht das ja, Essen, Toiletten, Shopping, also dass sie irgendwo beim Kiosk was kaufen können. Entertainment, Education, das sind zum Beispiel Infoschilder. Entertainment ist, wenn die Dinosaurier beobachten können. Und das hier ist einfach Unterkünfte wahrscheinlich. Und die Besucher sollen jetzt auch eine bessere Wegfindung haben. Also die laufen dann auch zielgerechter zu ihren Zielen hin. Wenn die zum Beispiel Hunger haben, laufen die auch dann zu einem Kiosk hin, um sich was zu kaufen. Und man muss dann halt auch gucken, dass die Wege breit genug und sowas sind. Nicht, dass man irgendwie Engpässe hat, weil die Besucher weichen jetzt auch einander aus. Und dann kann es halt auch zu Staus führen. Oh, wie coole Animation die hier machen im Hintergrund. Das heißt, wenn zu viele Besucher auf einem engen Weg sind, dann können die sich halt auch so ein bisschen stauen und so. Da muss man auch aufpassen. Dann können die Besucher jetzt auch von Wegen auf die Dinosaurier schauen zum Beispiel. Und auch so durch diese Zaungläser und sowas. Also wenn die hier vom Zaun stehen, können die durch die Glasscheibe schauen. Und das ist dann auch wichtig für die Parkbewertung, dass sie die Dinosaurier gut sehen können. Und dazu tragen tatsächlich dann auch solche Ferngläser bei. Hier diese Dinger zum Beispiel. Da kriegen die dann auch eine bessere Sichtbarkeit, die Dinosaurier. Hier diese Infoscreens und so, die helfen dann bei dieser Education, was ich euch gerade gezeigt hatte. Und logischerweise ist es dann so, wenn man zufriedenere Gäste hat, also wenn man diese Werte hier erfüllt, dann bekommt man auch eine bessere Parkbewertung. Die seht ihr unten links. Habe ich sonst noch was vergessen? Ja, hier die Gäste haben, wie gesagt, eine bessere KI. Die geben jetzt auch Bargeld aus. Das heißt, man kann auch an den Gästen Geld verdienen. Und die Beobachtung der Gäste machen sie von Wegen aus und von Strukturen. Das heißt, die können ja auch auf solchen Dingern hier zum Beispiel draufgehen. Wenn man die jetzt um 90 Grad dreht, da können die ja auch drauflaufen und von da dort aus, mit dem geht's auch. Also wenn die dann hier draufstehen, können die auch die Dinosaurier beobachten. Das heißt, man kann auch so eine erhöhte Plattform bauen und dann können die auch von dort aus die Tiere dann angucken. Und das hilft halt beim Unterhaltungsbedürfnis, also bei dem Entertainment. Da fließt das damit ein, die Ansicht der Dinosaurier. Ja, ich denke, grob habe ich es jetzt zusammengefasst. Das müsste man halt auch mal ein bisschen länger und sowas testen. Aber das war wirklich ein sehr, sehr krasses und großes Update. Ich habe euch jetzt ja gefühlt irgendwie nur einen Bruchteil gezeigt, aber die wichtigsten Sachen habt ihr gesehen. Aber es gibt halt noch viele neue Animationen, auch noch andere Deko-Sachen und sowas, was ich euch jetzt nicht zeigen konnte. Aber ich hoffe dennoch, dass euch dieses Video gut gefallen hat und gut informiert hat. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.